Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem vierten Tutorial aus meiner Weihnachtsreihe und heute werden wir etwas super Schnelles und super Einfaches basteln und ihr braucht eigentlich auch nicht viele Materialien, ihr könnt dafür fast alle Materialien nehmen, die ihr so da habt, vor allem was das Verzieren angeht und ja, wir basteln heute nämlich eine kleine Geschenkbox mit Sichtfenster und ich finde das immer ganz schön als Ergänzung für ein Geschenk, wenn man schon etwas hat, man hat eine bestimmte Geschenkidee und möchte es jetzt noch ein bisschen individueller verpacken, dann finde ich, ist sowas super gut dafür geeignet und ja, als Grundbasis braucht ihr natürlich Motivkarten. Und ja, die Maße kommen natürlich immer darauf an, was ihr verschenken möchtet, was soll in diese Box rein. Ich habe hier jetzt 25 x 25 cm genommen, aber wie gesagt, wenn ihr es in anderen Maßen braucht, könnt ihr es ganz einfach anpassen. Ich bin sicher, das kriegt jeder von euch hin. Und ich habe mir jetzt einen Rand von 5 cm jeweils abgemessen. Auch das kommt immer darauf an, wie hoch euer Geschenk ist oder wie hoch ihr die Box haben möchtet. Passt das einfach euren Wünschen an und ja, das messt ihr dann einfach an jeder Seite ab und ja, ihr baut dann diese Form nach, die ihr hier auch eingeblendet seht. Das ist dasselbe Prinzip wie auch beim Adventskalender, wenn ihr den gesehen habt, das Tutorial von mir. Und ja, einfach dasselbe Prinzip. Wir basteln einfach nur eine Box, deswegen schneiden wir das dann auch mit der Schere aus. Und die Falz ziehe ich dann auch wieder mit meinem Dotting-Tool nach, beziehungsweise mit dem Lineal als Hilfsmittel. Und das geht dann super einfach und super schnell. Ihr könnt das aber natürlich auch per Hand falten, wenn ihr möchtet. Das sollte auch funktionieren. Und dann, bevor wir das Ganze zusammenkleben, möchte ich jetzt noch mein Sichtfenster ausschneiden. Ihr könnt da wirklich jede beliebige Form nehmen, die ihr wollt. Ihr könnt noch natürlich auch ein Rechteck nehmen. Ich habe mich jetzt hier für ein Herzmotiv entschieden. Und auch das Herzmotiv mache ich jetzt mal gerade selbst. Also das heißt, ich habe kein Template dafür, sondern ich habe mir einfach ein Stück Tonzeichenpapier genommen oder ihr könnt auch Kopierpapier nehmen oder irgendeine Art von Papier, was ihr gerade übrig habt und was ihr nicht mehr andersweitig braucht. Und das falte ich dann einmal in der Mitte und dann male ich mir an dieser Falte entlang als zentrierte Mitte sozusagen, da male ich mir dann eine Herzhälfte an. Und wenn ihr das Ganze dann mit der Schere ausschneidet und wieder aufhaltet, dann habt ihr ein perfekt symmetrisches Herz. Ja, ein sehr alter Trick, aber sehr wirkungsvoll, wie ich finde. Und das benutze ich jetzt als Vorlage und male es mir auf die Mitte meines Kartons auf. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch abmessen, dass ihr die Mitte wirklich ganz genau trefft. Aber ich habe es jetzt mit Augenmaß gemacht und ich finde, das hat auch ganz gut funktioniert. Und das Ganze schneide ich dann mit einem Cuttermesser sehr vorsichtig aus. Ihr könnt auch die Schere benutzen, das ist vielleicht ein bisschen umständlicher, aber bei ja, sehr großflächigen Formen, sage ich mal, sollte es eigentlich auch halbwegs gut funktionieren. Je nachdem, was euch mehr liegt, da müsst ihr einfach mal gucken, womit ihr besser klarkommt. Wichtig ist nur, bitte schneidet euch nicht. Und ja, wenn ihr das Ganze dann fertig habt, legen wir das Herz beiseite. Ihr könnt es natürlich auch anderweitig benutzen, also schmeißt es nicht weg. Aber wir brauchen es jetzt für das Projekt nicht unbedingt. Ja, und dann können wir auch schon das Oberteil festkleben zu so einer Halbbox sozusagen. Ja, und dann habe ich hier jetzt mein herzförmiges Loch, wo jetzt mein Sichtfenster quasi reinkommt. Und ja, ich habe jetzt hier einfach eine Mobile-Folie genommen. Die habe ich noch einfach übrig bei mir. Die ist schon uralt eigentlich. Aber ich denke mal, ihr könnt jede beliebige Folie nehmen. Hauptsache, es ist transparent und glänzt so ein bisschen. Und ihr könnt auch zum Beispiel Overhead-Folie nehmen, also für Overhead-Projektoren. Oder was euch da so in die Hände fällt. Und das habe ich jetzt einfach zugeschnitten und habe es dann angeklebt. Hier müsst ihr ein bisschen drauf achten. Der Kleber wird sichtbar. Also das heißt, wenn ihr das jetzt so anklebt wie ich, dann seht ihr definitiv Kleberänder. Das war mir auch bewusst, nur ich habe mir gedacht, das ist nicht so schlimm. Das heißt, ich habe es dann einfach so gelassen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, das irgendwie verdecken, indem ihr da Verzierungen draufklebt oder ähnliches. Also da müsst ihr einfach mal schauen, ob ihr ja das so haben mögt oder nicht. Und ja, und dann können wir auch schon das nächste machen. Die Unterseite von der Box, also die untere Hälfte sozusagen. Und dafür nehmt ihr jetzt ein Stück Tonkarton mit denselben Maßen, nur zieht dabei 3 bis 4 mm jeweils ab. Also es kommt immer drauf an, je nachdem wie eng ihr eure Kiste haben wollt. Wenn, also 4 mm, das ist schon
passend mit ein bisschen mehr Luft und 3 mm, da müsst ihr schon sehr genau messen. Es kommt natürlich auch auf die Dicke eures Papiers an, also wenn ihr sehr dicken Motivkarton nehmt, dann zieht lieber ein paar mehr Millimeter ab. Aber ich habe hier jetzt so 3,5 mm, würde ich mal sagen, habe ich abgezogen. Und das Ganze wiederhole ich jetzt einfach die Schritte von dem ersten Mal. Das heißt, ihr malt auch hier wieder diese eine Form, wo ihr das dann später falten könnt. Und ja, auch wieder bevor wir falten, habe ich das auch wieder mit einem Dotting-Tool die Falz nachgezogen, damit es ein bisschen einfacher geht. Und ja, dann können wir das Ganze auch schon falten und zusammenkleben. Ganz einfach. Und ihr habt auch schon die ersten Schritte getan, damit eure Box erstmal fertig ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich so lassen, aber ich habe mir gedacht, da fehlt noch so ein bisschen der Pep und deswegen habe ich es natürlich nochmal verziert oben. Und ja, da könnt ihr wirklich eurer Fantasie absolut freien Lauf lassen. Ihr könnt darauf machen, darauf kleben, was ihr wollt, was passt, vielleicht auch etwas Passendes zu dem Geschenk, was drin ist. Ich habe mich jetzt für eine sehr kitschige Variante entschieden, die wahrscheinlich nicht jedem gefällt, aber ich fand, es passt, hat einfach zum Motivpapier gepasst. Und zwar habe ich hier noch so Papierblumen, die habe ich mir mal bei Rossmann gekauft im Sommer. Die gibt es auch, glaube ich, nur im Sommer. Also ich glaube, im Winter gibt es die leider nicht im Sortiment von Rossmann. Aber die finde ich wirklich wunderschön, diese Blumen. Und die habe ich dann einfach kombiniert mit so Metallblättern, die ich noch hatte. Und ich habe mich dann für so eine Kombination entschieden. Das heißt, ich habe unten 3 Blätter und oben 2 Blätter aufgeklebt und unten dann 2 Blumen und oben eine Blume. Ja, ich fand diese Kombination irgendwie ganz schön. Und ja, dann habe ich mir noch gedacht, so ein bisschen was fehlt noch an den Rändern. Und dann habe ich mich dafür entschieden, rosane Halbperlen als verbundene Kette sozusagen drauf zu kleben. Die habe ich mir mal vor einiger Zeit bei Teddy mitgenommen. Keine Ahnung, ob es die noch gibt, aber ich glaube schon. Und ja, die habe ich dann einfach so ein bisschen als Verzierung an den Rand geklebt. Dann hatte ich noch überlegt, ob ich noch so rote Herzen draufkleben soll, aber das war einfach too much, also viel zu viel. Und ich wollte es auch nicht übertreiben, deswegen habe ich es dann einfach so gelassen. Und ja, klebt die Blumen, wenn ihr mit sowas arbeitet, auch gut fest. Ich habe da nochmal mit Uhu alles Kleber nachgeholfen, weil es leider nicht so gut gehalten hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, ich finde der Uhu alles Kleber, ich möchte keine Schleichwerbung machen, aber ich finde der Kleber, wenn er mal getrocknet ist, dann hält er wirklich sehr gut. Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, möchte ich meine Box noch zubinden. Das heißt, ihr müsst jetzt natürlich bei euch erstmal euer Geschenk, euren Inhalt in die Box füllen. Und ja, dann nehmt ihr einfach ein Band eurer Wahl. Ich habe mich jetzt hier für so ein wunderschönes, ja, wie nennt man das? Rüschenband? Nee, es ist kein Rüschenband. Aber ihr seht ja, was es ist. Es ist so lace-mäßig. Und ja, ich finde das einfach wunderschön. Das hatte ich auch mal vor einigen Monaten bei Depot mitgenommen. Und ja, ich finde, das passt einfach zu dieser Box. Auch wenn es den Kitsch nochmal verstärkt. Aber ich finde, es passt einfach. Und ja, das habe ich dann genommen und habe dann vorsichtig eine Schleife drumherum gebunden. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und euch inspiriert. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, eure Geschenke ein bisschen individueller zu verpacken und nicht nur Geschenkpapier zu benutzen, sondern vielleicht auch ja, gezielt Motivpapier dafür zu benutzen. Und ja, falls ihr mein gestriges Video noch nicht gesehen habt, was aber eigentlich wahrscheinlich für euch heute erst hochgeladen wurde, nämlich das Fimo-Tutorial zu meinem Bienenstich, dann werde ich euch das hier mal verlinken. Und ansonsten werde ich euch auch nochmal das Tutorial zu meinem Adventskalender verlinken. Ja, eben weil dort auch ganz viele Boxen erstellt werden und vielleicht könnt ihr es ja damit so ein bisschen vergleichen. Das ist jetzt halt einfach nur eine große Box, die ich verziert habe. Ja, ihr Lieben. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen kreativen Tag und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.